Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im schaurig schönen Lost Ark. Und zwar streng genommen beziehungsweise vorm Keller der Schwarzen Rose. Ich hoffe inständig, dass wir keine Unterbrechungen haben werden. Wir müssen nämlich jetzt da rein. Jetzt haben wir, glaube ich, soweit. Genau, betritt den Keller, das haben wir schon angenommen in der letzten Folge. Wir müssen nämlich jetzt da rein. Auf normal, natürlich. Ja, sonst hätte ich nicht ja gesagt. So, dass wir keine Unterbrechungen haben sollen, ist jetzt dem geschuldet, weil ich nämlich noch Medikamente erwarte, die mit der Post kommen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, ich darf jetzt wieder nicht mit den normalen laufen, sondern damit muss ich drücken zum Angreifen mit der Reihe. Okay, gut. Rechte Maustaste laufen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Nur das Problem ist, jetzt ist meine Tochter krank geworden und ich weiß genau, ich werde jetzt in den nächsten Tagen angesteckt. Erhöre unseren Ruf! Lord des Chaos, erhöre unseren Ruf! Und deswegen muss ich ein bisschen vorarbeiten für diese Woche. So, ich wollte gerade sagen... Achso, ach, das sind ja schon durch. Ich war nämlich oben gerade am gucken, wo ich jetzt genau rum muss. Und schon laufen sie mir alle in den Weg. Was kommen wir denn hier? Hallo. War mir nicht sicher, es war mir nicht klar, dass ich schon so weit unten war. Ich dachte, ich muss noch dahin und auf einmal kamen so viele. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, hier unten rum, ne? Muss irgendwo, ja, genau, hier rum. Das Problem ist, dass wir ja eigentlich ja nochmal gucken müssen wegen Mokosamen. Da das ein Verlies ist, gehe ich mal stark davon aus, dass die jetzt nicht wiederkommen. Kann man da runter? Nee, ne? Ah, ich habe jetzt so auf Anhieb nichts gesehen. Ich hoffe, da war jetzt oben in der Kante nichts drin. Da oben müssen wir sowieso weiter. Also gehen wir jetzt erst noch kurz hier unten in den Keller. Rette die Dorfbewohner. Ne, hier in der Ecke waren wir ja gerade eben schon. Okay. Von links könnten sie theoretisch auch rauskommen, oder? Aber hier ist nichts. Nichts mit F war es, glaube ich. Hallöchen! Der Meister der Verwüstung kann dich erlösen! Wo bin ich? Achso, das ist. Entschuldigung! Das sind die Dorfbewohner. Ich dachte, das wären noch weitere Gegner. Es hörte sich irgendwie so nach Gegner an gerade. Komme ich da durch? Nee, ne? Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder gibt es hier gerade nirgendwo Mokosamen? Ja, ich bin so ein bisschen begierig darauf, immer die Sachen einzusammeln bei den Spielen. Ja, ich habe einen nervösen Zeigefinger. Es tut mir leid. Du sollst eigentlich nur... Boah, ich tue den am besten ganz von der Maus weg. Jetzt muss man dazu sagen, wenn einem kalt ist, passiert sowas schon mal öfter, dass man so einen nervösen Zeigefinger hat. Wir müssen rechts und dann nach unten. Das heißt, wir gehen dann nachher oben weiter. Hier ist auch nichts. Das finde ich sehr schön und sehr praktisch, wenn die alle so mehr oder weniger einzeln kommen. Das ist so prädestiniert dafür, dass die eigentlich irgendwo ein paar Mokosamen sein müssten, aber die wollen die nicht. Ich
finde den Heretiker-Ältesten. Ach so, das ist der Älteste. Deswegen braucht er so lange. So nicht, mein Freund. So. Ah, Mokusam. Ach so, mit G war es, nicht mit F, genau. Der hat sich so ein Ding einfach bei sich ins Büro reingepflanzt. Tja. Na gut, das verschönert hier zumindest die Gegend ein bisschen. Wenn man das denn so nennen kann. So. Nein. Falsche Taste. Ich wollte gerade sagen, ich schieße jetzt einfach mal da rein. In der Hoffnung, dass da einer stand. Aber es stand gar keiner da. Die waren noch oben. Dieses Bild mit dem Durchsichtigen. Wieso konnte ich das jetzt nicht vorher kriegen? Aber die Mokosamen kann man eigentlich ganz gut erkennen, glaube ich. Also, ich glaube, da muss ich da nicht so rumlaufen und überall gucken. Manchmal ist es ja auch ein bisschen verbuggt, muss man auch dazu sagen. Das war mal ein Hund. Kann ich was machen? Nee. Ja, manchmal ist es auch ein bisschen verbuggt, dass man die dann gar nicht sieht. Das hatte ich ein- oder zweimal. Da kam dann nur dieses G plötzlich. Oh, preise den Meister! Reißt die Verwüstung! Reißt die Verwüstung! Reißt die Verwüstung! Reißt die Verwüstung! Das hört sich an, als ob ich die Grabe da eben irgendwie beim Schäferschönchen erwischt habe oder so. Okay, müssen wir die auch aufhalten? Ja, scheinbar ja. Das sind aber nur diese komischen Viecher, die hier überall dazwischen stehen, oder? Die sind auch nochmal rot. Oh. Entschuldige Gänse. Oder ich renne einfach nach oben und hause alle um. Moment, das große war, glaube ich, D, ne? W und D, glaube ich, ist das. Guten Tag, guten Tag. Unser Leben für unseren Meister. Dass er uns zu ewigem Glück führe. Oben kommen noch mehr. Sollen das? Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich vorher vielleicht mal hätte gucken können, was ich eigentlich drücken muss, damit ich mich heile. Also F1, okay. Sollte ich mir... Achso, da oben geht's weiter. Dann gucke ich hier nochmal kurz, ob hier irgendwo so ein kleiner Mokosamen vielleicht versteckt ist. Ja, ist ja gut. Lieber Zeigefinger, guter Zeigefinger. Wir müssen... Ach, da ist nochmal ein Boss. Okay. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Nee, doch nicht. Die Patrouille erstmal ausschalten. In der Hoffnung, dass das nicht der Boss ist. Weiß es ja nicht. Die können harmlos aus sein, aber es kann ja trotzdem der Boss sein. Finde den Ort der Aufwiegelung. Durchsuche den Keller nach verbleibenden Dorfbewohnern. Okay, aber ich sollte mich vielleicht doch vorher mal heilen, weil das dauert mir ehrlich gesagt zu lange hier. Wenn das nämlich jetzt ein großer Boss ist, könnte das von Vorteil sein. Gut. Da ist nur einer. Das finde ich gut. Wenn die Sachen hier so rausgeknallt kommen. Die Frage ist jetzt, wir müssen wahrscheinlich eh gleich nach oben, ne? Gehen wir erstmal hier unten hin. Besieht die Dorfbewohner aufwiegeln. Okay. Kann man hier erstmal kurz gucken wegen Mokosamen? Scheint aber nichts da zu sein. Guten Tag, Partysprengung. Der Verwüstung und des Chaos. Sie und unser Kopf. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Hat mir das doch einer. Egal. Jetzt haben wir es auch so. Wir müssen von hier verschwinden. Ja, wäre von Vorteil. Ne? Die hören sich aber auch irgendwie
Es war ja immer schon ein Traum von mir, was zu synchronisieren. Am besten irgendwie so ein Horrorspiel oder so. Wenn ich dann besessen bin, also beziehungsweise meine Figur besessen ist, würde ich das auch so machen. Wir müssen fliehen. So auf die Art. Okay, da unten scheint aber kein Mokosamen zu sein. Ich gehe mal... Uppala, wo gehe ich denn hin? Da oben. Besiege die drei Heretiker Ältesten. Wenn man den noch sprechen könnte. Da geht's runter. Da ist auch einer. Die Frage ist, lohnt sich das? Da sind sogar drei. Aber es lohnt sich gar nicht, oder? Hier ist gar kein Mokosamen. Ja, wir machen es trotzdem mal platt. Hallo, ist gut. Ich wollte die andere Taste drücken, damit ich weiterlaufen kann. Aber gut, wenn man einmal so ein bisschen in Rage ist, ne? Der hat mich noch nicht gesehen. Guten Tag. Jetzt kommen die ja auch noch, oder was? Also so nicht, meine Freunde. So nicht. Ich wollte doch nur mal eben gucken, ob ihr irgendwo einen Mokosamen versteckt habt. Aber das sieht nicht danach aus. Moko, Moko. Ich brauche neue Samen. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Guten Tag. Ich glaube, hier unten in diesem komischen Kampf gibt es nichts mehr, oder? Wenn ich jetzt wüsste, ich hatte irgendwo meine Liste, wie viele Samen wo drin sind. Ich weiß zwar nicht, wo die genau sind, aber dass ich zumindest schon mal so innerlich sagen kann, okay, ich habe da jetzt alle gefunden, habe ich anfangs mit angefangen, dass ich das alles kontrolliere und irgendwann habe ich es dann mal vergessen und irgendwann habe ich dann mal aufgehört. Und seitdem weiß ich halt nicht mehr, ob ich alle habe oder nicht alle habe. Also ich meine, ich habe sie nicht alle, aber das ist ein anderes Thema. So, was jetzt richtig mies wäre, fällt mir gerade auf, wenn DHL jetzt kommen würde, in dem Moment, wo ich gerade einen Bossgegner habe oder so. Das wäre nicht so schön. Also bitte, lieber DHL-Bote, komme entweder ganz nach der Aufnahme oder wenn, dann bitte nach dem Bossgegner. Oder von mir ist auch davor, aber bitte nicht mittendrin. Sieht auch so prädestiniert dafür aus, aber hier ist kein Mokosamen drin. Wahrscheinlich, bei meinem Glück, laufe ich jetzt die ganze Zeit hier durch. Bin überall am Gucken, ob hier irgendwo ein Samen drin ist. Und... Da, da ist einer! Da ist einer! Und finde keinen mehr, wollte ich gerade noch sagen. So, sind wieder die Ältesten. Schweres Geschütz hier auf. Mann. Ups. Habt ihr den Eindringling schon gefasst? Steht hier nicht herum! Findet sie! Genau, findet mich, damit ich kurz einen Schluck vom Kaffee trinken kann. Und ich kann wirklich mich nur wiederholen, seitdem ich den Bio-Kaffee nehme, schmeckt es wesentlich besser. Hier ist sonst nichts mehr. Ja gut, wäre jetzt auch ein bisschen viel, ne? So zwei auf einmal. So, dann bringen wir den Dicken noch um. Sag das jetzt so locker flockig in meinen nicht mehr ganz jugendlichen Wahnsinn. Ja, ich weiß, falsche Taste. Guten Tag, ich bin gekommen, um Sie alle umzubringen. Bitte bewegen Sie sich nicht. Das macht die Sache für mich einfacher. So, der will nicht. Weil ich trigger jetzt den Großen nämlich sonst. Ja, genau das wollte ich verhindern. Wie ging das nochmal? Das war doch mit Space, oder nicht? Das hat geklappt.
Einzige, was er nicht mehr macht, ist das Ausweichen. War das nicht mehr mit Space? Wo tue ich mich da jetzt? Ich meine mit Space. Doch. Sie nimmt es nur nicht an. Okay, aber rein theoretisch ist es mit Space. Hör mal, Andrea, kannst du nicht für mich kämpfen? Das würde mir einiges erleichtern. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das Ding ganz aufzuladen. Leck mich, der war jetzt ein bisschen heftig. Ich bin nur irritiert, mein Leben geht nämlich gar nicht hoch. Normalerweise müsste das ja von... Ach doch, jetzt geht's hoch. Ist hier noch irgendwo ein Mokosämchen? Es wäre schön, wenn man die auch immer alle sehen würde. Also wir haben jetzt zwei, glaube ich. Höchstens drei. Haben wir jetzt hier drin... Ach, das war noch gar nicht das Ende jetzt hier, ne? Da finden wir nichts. Hallo, wieso gehe ich hier in Feuer rein? Ah, ich wollte gerade gucken, ob er noch irgendwas hinterlassen hat, was wir nicht eingesammelt haben, aus Versehen. Aber gut, jetzt ist er... da müssen wir runter. Da ist dann auch schon wieder ein Boss. War das kein Boss gerade? So, ihr netten Dorfbewohner. Oh. Die sind wirklich nett. Die greifen mich gar nicht an. Ups. Da oben ist auch noch einer. Immer das so einer. Ich wollte mich gerade auf den Hund stürzen und dann kam dieser komische Heretiker da reingesprungen. Da müssen wir runter. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ach du Scheiße. Was machen die denn da? Sind die da jetzt die Dorfbewohner? Die sind die Dorfbewohner am Verprügeln. Geht's noch? Moment, ich muss euch retten. Aber ich glaube, ich muss hier irgendwie erstmal... Nee, ich muss euch doch retten. Okay. Juhu, Kamikaze! Lauft, ihr Schweine! Vielleicht mal zwischendurch heilen. Ich habe keinen Schutztrank mehr. Hä? Ach so, ich hab 1 statt F1 gedrückt. Okay. Das sollte mir möglichst nicht passieren, wenn ich im Bosskampf bin. So, ich sehe hier zwar nichts, aber ich versuch's mal so. Bleiben wir mal eben den Dorfbewohner mit. Ist ja nicht so schlimm, oder? Mokosamen sind hier aber scheinbar nirgendwo zu finden. Hier kann man auch nicht... Nee. Ich höre doch immer noch jemanden schlagen hier. Oder geht's da noch hoch? Da unten ist noch jemand am Jammern, glaube ich, ne? Aber wir müssen hoch, ne? Ah, jetzt hat er mich doch gesehen. Ja, komm. Nee, da kommt man aber nicht rum. Ich dachte, vielleicht in der Ecke da hinten ist noch Mokosamen, aber... So, lauf, lauf in die Freiheit. Da hinten sind auch noch welche... Ja, ich helfe dir. Ich flambiere dich erstmal und dann lasse ich dich frei. So, da ist nichts, so wie es aussieht. Das macht aber auf jeden Fall gut Schaden. Ich finde es ja immer wieder lustig, wie die alle mitflambiert werden, aber nie sterben. Also die Dorfbewohner, meine ich jetzt. In dem Fall. So, das waren alle, ne?
Da müssen wir nicht hoch, aber da gucken wir auch mal kurz. Das ist ein Folterkeller. Da oben habe ich einen Mokosam gesehen. Ah, komm mal hier durch. Hier durch. Muss hier durch. Nein. Ach ja, ich will nicht schießen, Mann. Da kommt man auch nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise oder so. Zwei Mokosamen sogar. Hier, da, da sind sie. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ist hier irgendwie so eine unsichtbare Wand oder so? Also, wir hatten das ja schon mal. Das war eine Wand und da konnte man durchlaufen. Ah, das ärgert mich jetzt gerade gewaltig. Oder muss ich da runter? Nee, oder? Kann ich nicht runter, ne? Nee. Und von hier aus komme ich auch nicht dahin. Hier unten kann man... Aber da kann man doch runter, oder nicht? Aber sie möchte nicht hier drauf gehen. Das ist ganz komisch. Hm. Also, wenn ihr wisst, wie man da hinten an die zwei Mokosamen kommt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Bitte so, dass ich es verstehe. Also, dass ihr vielleicht schreibt, was weiß ich, wenn man genau hier vorsteht, hier an diesem Tor, dann muss man rechts reingehen. Oder es gibt einen Trick, wie man hier unten reinkommt oder wie auch immer. Schießen kann man es ja anscheinend nicht kaputt schießen. Ich bin gerade am Überlegen. War ich hier unten eben? Ja doch, hier unten habe ich die eben. Aber hier das Ding kann ich nicht kaputt machen, ne? Oder kann man da einfach... Hier kann man nicht durch. Weil es müsste ja quasi von dieser Ebene aus streng genommen, dass man da hinkommt. Da unten kommt man auch nicht durch. Obwohl, Moment. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich? Ach so, ich muss oben weiter. Genau, ich muss da rum. Und es gibt keine Möglichkeit, da hinzukommen, oder? Ihr seid alles nur... Ja, jammer nicht so viel. Da unten stehen die Heretiker. Kann man hier oben noch irgendwas machen? Ach, da kommen wieder welche. Aber ich, also ich denke, ich komme da so nicht so einfach hin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es übrigens gut, dass ich durch meine eigenen Flammen durchlaufen kann. Nur mal so nebenbei bemerkt. Hier ist auch nichts mehr. Das wurmt mich jetzt gerade tierisch, bin ich ganz ehrlich. Was soll der Quatsch jetzt hier mit der Dunkelheit? Da ist noch einer. Okay, oh, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich habe wirklich so einen nervösen Zeigefinger heute, ich weiß auch nicht. So, hier kommt man aber auch so nicht durch, ne? Da ist auch wieder, da sind auch wieder zwei Mokosamen. Das kann doch nicht sein, wir müssen doch diese blöden... Da gibt es doch garantiert einen Trick, dass man irgendwas machen muss, um die Dinger hier hochzukriegen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ich habe da auch kein Lied oder sowas für... Oh, das triggert mich jetzt hier gerade so hart, ne? Also, wenn ihr es wirklich wisst, dann bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil das ist immer hinter so einem Tor, was theoretischerweise bedeuten würde, dass man dieses Tor dann irgendwie... Kann man nicht anbrennen oder so hier? Abfackeln. Das nervt mich. Jetzt habe ich vier Mokosamen gefunden, wo ich aber nicht rankomme. Das ist echt hart jetzt für mich. Da ist... Oh, was jetzt? Habt ihr den Eindringling gefunden? Bedauerlicherweise nicht. Das Ritual ist alles, was zählt. Es darf durch nichts unterbrochen werden. Ja, und genau deswegen werden wir es jetzt unterbrechen.
Wobei das wieder ein Bosskampf ist. Das finde ich nicht gut. Der kommt wahrscheinlich jetzt gleich wieder da reingelaufen. So, du unterbrichst gerade dieses Ritual. Du Arsch, geh mir aus dem Weg, so ungefähr. Da gucken wir kurz. Und sieht doch hier keiner, oder? Oder kommen die jetzt hier schon hingelaufen? Oh, ein Mokosam, ein Mokosam, ein Mokosam. Mit einem angenehmen Aroma. Huch, die kommen schon hier. Wollt ihr mich veräppeln? Was, Rose des Vergessens oder sowas? Ich hab's so schnell nicht lesen können gerade. Kommen da noch welche? Nee. Habe ich jetzt die ganze Meute hier erstmal weggenommen? Nee, da sind auch noch welche. Ich wollte schon sagen, da waren noch eben so viele. Ja, aber das finde ich nett, dass die sich alle so schön hintereinander gestellt haben, dass ich sie besser kaputt machen konnte. Ich hatte es schon fast, ja, befürchtet, in Anführungszeichen. Aber in dem Fall war es ja gut. So. Du bist ein Normaler, so wie es aussieht, oder? Du bist kein Normaler. Ja, du bist dieser Boss. Wow, what the hell? Was hat der denn alles dabei gehabt? Krass. Aber wir müssen wahrscheinlich diesen einen Pfeifenkopf da hinten, den großen, müssen wir nochmal besiegen, ne? Nehme ich mal stark an. Hier ist nichts mehr. Sieht irgendwie unheimlich geil aus, wie die Bäume da so überall reingewachsen sind, ne? Oder vielleicht sind sie auch rausgewachsen, man weiß es nicht. Jedes Mal denke ich, das ist ein neuer Mokosam, aber das ist ja der, den ich schon gemacht habe. So. Möchte ich das machen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Den Hohepriester der Heretiker. Ich habe... ich mache lieber nochmal einen Trank, damit ich voll aufgefüllt bin. Ich weiß ja nicht, was der mir jetzt hier... Ach so, ich sollte aber vielleicht mal eben gucken, bevor ich den angreife. Das haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gemacht. Wie war das jetzt? Ausrüsten, rechte Taste. Ich wollte gerade sagen, das hörte sich so an, als ob da jetzt einer kam. So, das ist auch alles besser. Und was haben wir noch? Stab, Stab ist nicht besser. Zumindest nicht das, was ich jetzt da sehe. Ja, Ohrringe bin ich mir nicht sicher. Das ist eigentlich alles besser, aber Spezialisierung ist halt... Unterhosen haben wir auch. Ach, das war Hose der Vergangenheit. Okay. Dann, ja, die würde ich dann auf jeden Fall ausrüsten. Im Moment. Hä? Doch, das war doch richtig rum. Was haben wir denn noch? Die ist wahrscheinlich älter. Das ist auch alles älter. Ja, so langsam haben wir auch fast keinen Platz mehr bei dem, was wir hier alles bekommen haben. Dann, ich hoffe, ich bin mit den Fingern auf der richtigen Leiste. Ja, ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Das macht er immer nach so einer Zeit. Hallo, lauf doch mal! Boah, was war denn das jetzt bitte? Oh, oh, oh. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand haben hier. Oh, fuck. Ich will mich verarschen. Nein, lauf. Nein, sowas wie laufen kennt die nicht. Oh. Thank you.
ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Wo ist er jetzt? Oh, komm. Wenn er mich unterbricht, macht sie das nicht, oder was? Willst du mich veräppeln? Ich glaube, dass man mit Eis sehr gut gegen Feuer ankämpfen kann. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, so Kampf der Elemente mäßig. Aber scheint ziemlich gut zu funktionieren. Ja. Lärmende kleine Ratten. Mit eurem dauernden Geschnatter. Ich bringe euch zum Schweigen. Arme. Du dreckiger, kleiner Delay. Und Meister Yoda. Wer bist du, alter Mann? Du hast dich wirklich sehr verändert, Kakul Seiden. Kommandant der verwüstenden Legion. Die schreckliche Lache hast du aber behalten. Das kleine Yoskö ist also alt geworden. Es stimmt, was man sagt. Irgendwann holt die Zeit uns alle ein. Ja, ja. Doch die Zeit gewährt auch Erfahrung und Weisheit. Aber ich bin nun stark genug, um allein mit dir fertig zu werden. Armseliger Yoss-Welpe! Meister, alles okay? Sinewel, verfolge den Dämon! Er darf uns nicht entkommen! Ich finde das so süß. Ja, ich weiß, das sollte jetzt eigentlich cool rüberkommen. Es kam auch irgendwie cool rüber. Aber ich finde das so süß, so richtig Yoda-mäßig kommt der Kleine so auf den mit doppeltem, dreifachem Salto vorwärts und rückwärts und auf den zugeschossen und gesprungen. Ich finde es einfach klasse. Wobei ich immer noch der Meinung bin, wenn ich mir den so angucke, wir haben ja ganz lange Final Fantasy zusammen gemacht, also beziehungsweise ich habe es aufgenommen, bis ich irgendwann mal das Abo gekündigt habe. Und also ich bin ganz ehrlich, hätte ich nicht ein bisschen Einsparungen vornehmen müssen, ich hätte es gerne noch weiterlaufen lassen. Aber ich hatte halt auch nicht so die Zeit zusätzlich, deswegen habe ich es nicht mehr gespielt. Aber da gab es einen, der sah auch, ja, ich sag mal 80, 90 zu 100 ungefähr sah der genauso aus. Der hatte auch so weißes Haar und der war auch so klein und alles. Und der hat mich so an den erinnert und der war auch mit dem zusammen. Achso, das waren die Fertigkeiten. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Was müssen wir denn machen? Verlasse den Keller. Machen den fliehenden Kakul Seidon auswendig. Genau, ausfindig. Schau mal hier nochmal kurz, ob es noch irgendwo einen Mokosamen gibt. Eigentlich ist das ja mies, muss ich dazu sagen, dass es hier keinen gibt. Entschuldigung. Nach so einem Gegner.
So, ich hoffe, jetzt geht's wieder einigermaßen. Ich habe, wenn ich dran denke, ich hoffe, habe ich jetzt hier einen kleinen Cut gemacht, weil ich gerade einen richtigen Hustenanfall hatte. Ich glaube, ich habe zu viel gesprochen. Gucken wir hier unten nochmal kurz, ob da irgendwo noch was ist. Und dann werden wir das Lied der Flucht nehmen. Aber ich denke mal nicht, dass hier jetzt noch ein Samen ist. Nee, hier sind alles nur diese Gebetsdinger. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das Lied der Flucht, nicht das Tanzen. So. Eigentlich, da müssen wir ihn dann ausfindig machen und stellen. Oder auch nicht. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher, was wir jetzt machen sollen. Ob sich da jetzt wieder was tut. Nochmal eine neue große Geschichte aufgeht. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir darüber gehen. Und natürlich gibt es direkt eine Fotobombe zum Abschied. Konnte ja nicht anders sein. Und dass wir dann in der nächsten Folge den... Wobei, den Keller haben wir doch gerade verlassen, oder nicht? Begibt sich zu Boreas Reich, das ist klar. Das hier ist doch nicht der Keller. Ich stehe doch jetzt vor dem Keller. Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Aber das hier mit dem Kakul-Saidon, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich bin schon gespannt, weil ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon töten können. Ich denke mal nicht, sondern ich denke mal, dass wir wahrscheinlich eher noch eine längere Geschichte mit dem vorhaben. Mal sehen. Werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Ich sag einfach mal, bevor jetzt der Nächste hier mitten im Bild steht, bis zur nächsten Folge. Ciao!